Fünf Achte. Eine faszinierende Taktart ist der Fünf-Achte-Takt oder Fünfer. Sagen wir einfach Fünfer. Fünf-Achte heißt einfach flotteres Tempo. Wir bauen das Ganze auf. Wir zählen erstmal in der Lagu-Technik einfach bis 5. Das wäre ein ganz guter Puls, um erstmal anzufangen. Ja? Achtung, bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Folgendes ist wichtig. Der 5-8 kann in zwei Varianten gruppiert werden. Und zwar denken wir immer an Gruppierungen von Zweiergruppen und Dreiergruppen. Eine Vierergruppe ist nichts anderes als eine Addition zweier Zweiergruppen. Ne? Wenn ich jetzt einen Fünfer habe, lässt sich das Ganze so gruppieren, indem ich sage zum Beispiel 2 plus 3 oder umgedreht 3 plus 2. Das erste 3 plus 2 kann ich mit Hilfe unserer Gruppen, die wir schon kennengelernt haben, Zweiergruppe Take, Dreiergruppe Takita, erstmal sprechen. Und zwar, ich hatte gesagt 3 plus 2. Ich zähle also Takita und hänge dann Take hinten dran. Und das Ganze jetzt pulsierend. Ich spreche Takita, Take, Takita, Take, Takita. Ta, ta, ke, ta. Wenn ich jetzt für jede Gruppe auch eine Lagu-Technik anwende, klingt das Ganze erstmal so. Ta, ki, ta, ta, ke. Ta, ki, ta, ta, ke. Gesprochen. Ta, ki, ta, ta, ke. Ta ki ta ta ke, ta ki ta ta ke, ta ki ta ta ke ta. Das war 3 plus 2. Umgedreht wäre ta ke ta ki ta. Achtung! Ta ke ta ki ta, 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 ta ke ta ki ta. Ta, ki, ta, ki, ta, ta. Deswegen nennt man das auch zusammengesetzte Taktgruppe, weil es aus verschiedenen Gruppierungen besteht. Jetzt üben wir erstmal das Ganze zu sprechen noch einmal mit Takita Take. Ja? Und jetzt tippeln wir hier nicht alles durch, sondern markieren einfach die 1, wie wir es kennen, als Schwerpunkt und den nächsten Schwerpunkt, der am Anfang der Zweiergruppe liegt, mit Andruten, also dem Handrücken. Wir machen das. Es geht los. Ta ki ta ta ke. 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 Etwas flotter. Ta ki ta ta ke. Ta ki ta ta ke. Ta ki ta ta ke. Takita take, takita take, takita take, ta. Wir haben jetzt schon gespürt, dass der erste Abschnitt, die Dreiergruppe, natürlich länger ist als die Zweier. Und wir haben vorhin gelernt, dass wir einfach die Hand abziehen können, um diese Taktart, dort diese Dehnung körperlicher darstellen zu können. Wir zählen also und machen jetzt diese Dehnung mit. Takita take, takita take, takita take, takita take. Takita take, takita take, takita take ta. Nochmal langsam. Takita take, takita take, takita take, takita take. Takita take ta. Ja, das ist die erste Variante, 3 plus 2. Das Ganze jetzt umgedreht, wir zählen nochmal, war 2 plus 3. Take, takita, mit Lagu. Take, takita, take, takita, take,
Ki-ta-ki-ta-ta. Wir wollen aber eine bessere Technik wählen, also Ta-ki-ta-ki-ta, 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 ta-ki-ta-ki-ta-ta. Ihr habt gemerkt, der zweite Abschnitt, der hier mit dem Handrückenschlag beginnt, ist jetzt länger. Man kann das auch körperlich darstellen, indem man einfach die Hand ruhig abzieht über die Finger der linken Hand. Ja? Ich mache es einmal vor. Take, taki, ta, take, taki, ta, take, taki, ta, take, taki, ta, ta. Nochmal langsam. Take, taki, ta, take, taki, ta, take, taki, ta, ta. Schneller. Take, taki, ta, 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 ta. Das sind die beiden Varianten. Jetzt gibt es noch eine wichtige Sache. Man kann den Fünfer auch anders sprechen. Und zwar nicht take, taki, ta oder taki, ta, take, sondern da die Gina dun, ja, ist die Silbengruppe für einen Fünfer. Da die Gina dun. Nochmal. Da die Gina dun. Wenn ich jetzt habe 3 plus 2, ja, muss ich jetzt innerhalb dieser Wortgruppe oder Silbengruppe Schwerpunkte setzen. 3 plus 2, da die Gina dun. Da die Gina dun. Da die Gina dun. Da di gi na dun, da di gi na dun, da. Etwas schneller. Da di gi na dun, 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 da. Mal beide Varianten. Die erste war taki ta take gesprochen. Die andere Gruppe wäre da di gi na dun. Zuerst taki ta take und dann wechsle ich innerhalb. Achtung. Takita take, takita take, takita take, takita take, datikinadun, 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 takita take, takita take, datikinadun, 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 da. Die andere Variante, 2 plus 3. Wir haben gezählt, take, takita, mach's mal vor, take, ta. Ki ta ta ki ta ki ta mit unserer Wortgruppe datiginadun Silbengruppe datiginadun 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 Gina dun, da, di, gina dun, da. Auch das schneller. Da, di, gina dun, 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 da. Und jetzt nochmal beide Varianten gesprochen. Also take, takita und da, di, gina dun. Take takita, take takita, take takita, take takita, date kina dun, 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 da. Ja, zu üben, sprechen. Denkt dran, es gibt zwei Gruppierungen für den Fünfer. 3 plus 2, wir sprechen takita, take oder date kina dun. Oder wir sprechen eine andere Gruppierung, 2 plus 3. Take, takita oder date ginadun. Habe ich jetzt halt 2 plus 3. Muss mal aufpassen. Take, takita oder date ginadun. Date ginadun da. Viel Spaß.